Harald! Nach der Wahrheit. Darf ich dich gerade stören? Nobelpreis verleihen. Jetzt ist es soweit. Los, haben Sie es, ja? Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences and this press conference when we will announce this year's Nobel Prize in Physics. This year's prize is about the power of quantum mechanics. Alain Aspect, J.F. Clauser and Associates. Till Anton Zeilinger. Nee, der Zeilinger! Ja. Zeilinger! Das sind die Quantenpäpste! Boah, der Zeilinger! Das ist ja nicht zu fassen! Verschränkung lässt grüßen. Ach, wie schön! Das ist ja großartig. Das ist richtige grundlegende Physik, was die gemacht haben. Ne? Also absolute Grundlagenforschung. Und für unser Verständnis von der Welt von ziemlicher Bedeutung. Der Anton Zeilinger. Ja, jetzt zeigen Sie den Einstein mit seinem berühmten Satz. Ich bin überzeugt, der Alte würfelt nicht, weil Einstein mit der Quantenmechanik einfach nicht so klar gekommen ist. Aber die drei, die den Nobelpreis bekommen haben, die zeigen, dass der Alte tatsächlich würfelt. Ja. Ja. Anton Zeilinger ist doch der Physiker aus Wien, der diese Experimente gemacht hat zu Verschränkungen von Quantenteilchen. Genau, Verschränkungen bei dem Doppelspaltexperiment bis hin zu den C60-Atom-Kernmolekülen, die er da durchgejagt hat. Der hat ja auch versucht, glaube ich, Einzeller zu verschränken. Das ist aber dann doch nicht gelungen. Also ab irgendeiner Größe geht es da nicht mehr. Aber die haben einfach gezeigt, dass die grundlegenden Annahmen der Quantenmechanik, der quantenmechanischen Theorie tatsächlich richtig sind. Mhm. Dass so ein Objekt so miteinander verschränkt ist, dass man es erstmal nicht, dass es mit sich interferieren kann. Ja? Mhm. Das ist das, was die gezeigt haben, ne? Im Doppelspaltexperiment. Und dass diese spukhafte Fernwirkung, die Einstein nicht in den Kram gepasst hat, tatsächlich geben muss. Es. Genau. Diese Verschränkung, die hat ja längst angefangen, auch technische Wirkungen zu haben. Also man versucht es ja zu nutzen. Für Entschlüsselungstechnologien, für den Quantencomputer spielen diese Verschränkungen eine Rolle. Also das ist schon was Grundlegendes. Aber das ist ja toll. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt ja so Nobelpreise, habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ne? Gar keine. Also, und das ist jetzt mal eine Sache, das sollte eigentlich alle, die sich mit Physik beschäftigen, die sollten sich freuen, weil mal wirklich was ganz Grundlegendes bepreist worden ist. Modern Version of the Einstein-Rosen-Podolsky-Gedankenexperiment. Alice und Bob. Genau, genau. Ja. Mit den beiden habe ich meine Bachelorarbeit gemacht und dem Gedankenexperiment. Echt? Ja, ja, dann erzähl doch mal, was sieht man denn da? Also Alice und Bob werden immer wieder herbeigezogen als fiktives Paar, das Verschränkungen letztlich verständlich machen soll, was das überhaupt bedeutet, miteinander verschränkt zu sein. Ja. Und Alice und Bob stehen hier dafür, für das, was sonst eigentlich eine Eigenschaft ist von kleinsten Teilchen, Elektronen, Photonen beispielsweise, die miteinander verschränkt werden. In meiner Bachelorarbeit habe ich es versucht, so zu beschreiben, Alice und Bob sind ein Pärchen. Aha. Die haben, wenn man sie fragt, was sie essen möchten, ob Fisch oder Fleisch, und du dir aufschreibst, was die bestellen, dann bestellen die genau nach so einem Muster, dass du zum Schluss erkennst, es gibt keine Möglichkeit, dass die von vornherein diese Prädisposition hatten, diese Vorliebe für Fisch oder Fleisch, sondern die bestellen nach einem Muster, wo die einzige Erklärung ist, dass die im Moment, in dem, wo der Kellner die Frage stellt, was sie essen möchten, sich offensichtlich so entscheiden, dass sie sich immer aneinander orientieren, was der andere bestellt. Es gibt also keine Möglichkeit, dass sie von vornherein irgendeinen festen Plan hatten, wie sie bestellen, sondern da muss irgendeine Form von Wechselwirkung stattfinden zwischen Alice und Bob im Moment des Bestellens oder eben übertragen auf Elektronen. Im Moment der Messung findet da irgendwas statt. Das. Da gibt es irgendein untrennbares Band, was Elektronen, Photonen, wenn sie miteinander verschränkt sind, verbindet. Und das ist nicht auftrennbar. Und das muss sogar so sein. Wenn es nämlich anders wäre, würde die Welt nicht funktionieren. Es muss tatsächlich so genau diese Art von Verbindung geben. Und ja, da ist es. Die zeigen, das ist ja immer herrlich, wie das Nobelkomitee versucht, so hochabstrakte Dinge dann für Journalistinnen und Journalisten so zu präsentieren, dass man damit auch was anfangen kann. Ich erinnere mich an einen Nobelpreis vor ein paar Jahren. Da saß ich da, da konnte ich sagen, ich kenne nicht mal jemanden, den ich anrufen kann. Das war der Nobelpreis in Physik, wo es um topologische Theorien für Festkörper ging. Da kam nämlich das Nobelkomitee und hatte drei verschiedene Gebäckstücke dabei. Ein Brötchen ohne Loch,
dann ein Donut mit Loch und einer Brezel mit zwei oder mit drei. Weil einfach da, das spielte eben eine Rolle, wie viele Löcher sozusagen, also wie die Topologie aussah. Mhm. Das ist ja hier im Grunde natürlich auch wieder ein ganz schwieriges Feld für Menschen, die sich mit Quantenmechanik nicht beschäftigen. Weil man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Denn laut Einstein, und das war ja für ihn auch das Problem, müsste ja diese Wechselwirkung, die kann sich ja höchstens mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und dann kriegt man ja so das komische Gefühl, dass da unten etwas am Schwange ist, was schneller wäre als Licht. Mhm. Ja? Oh ja, und die anderen beiden Aspekt und der zweite, kannst du zu denen noch was sagen? Aspekt hat ja der Aspekt hat ja diese Experimente gemacht zu Photonenverschränkung. Ich glaube, auf der Handyansicht sieht man es ein bisschen besser. Also ich denke, alle drei haben ja... Alan Aspect und John F. Clauser. Das sagt mir gar nichts. Mhm. Ja, der Aspect, der ist berühmt geworden mit diesem Experiment für Experiments with Entangled Photons, genau. Mhm. Der Clauser hat offenbar an der Verletzung der Bell'schen Ungleichung und Pioneering Quantum Information Science. Man sieht einfach, es geht hier darum, wie kann man diese besondere Verschränkung dann auch gleich technisch nutzen. Mhm. Das ist natürlich eine großartige Sache, braucht aber, und das müssen wir einfach mal in einem anderen Video vielleicht nochmal extra machen, braucht aber schon eine ganze Menge an Zeit, um zu verstehen, wovon ist hier eigentlich die Rede. Also wenn wir von Elektronen sprechen, eigentlich können wir gar nicht sagen, was ein Elektron ist. Wir wissen nur, es ist ein Begriff, der in seinen Schlussfolgerungen für uns eine große Bedeutung hat. Aber wir wissen nicht mal, wie groß ein Elektron ist, weil wir gar nicht so genau rankommen. So eine Eigenschaft wie der Spin, ja, also dass wir einmal Spin-Up und Spin-Down haben, auch das ist keine Eigenschaft, die wir klassisch so einfach übersetzen können. Wir tun es zwar, aber wir können, und das heißt auch hier, diese Verschränkung selber ist ja eine Eigenschaft, die uns in der klassischen Welt, also außerhalb der quantenmechanischen Welt, auch ganz schwer fällt, wie man das verstehen soll. Und ich sage immer, für mich ist die Quantenmechanik zunächst einmal das erfolgreichste mathematische Konzept für die kleinen Teilchen. Aber man versucht natürlich immer zu interpretieren. Und du hast ja in deiner Bachelorarbeit dann eigentlich auch sowas gemacht, wie eine Interpretationsuntersuchung. Genau. Ne? Three physicists whose pioneering experiments showed us that the strange quantum world of entanglement and Bell pairs is not just the micro world of atoms and certainly not a virtual world of mysticism. But it's a real world we live in. Also das wird schon genutzt für Informationstechnologie. Ne? Genau, also das, zum einen ist ja deren Arbeit wirklich wichtig fürs Verständnis, wie ist die Welt tatsächlich und was gibt es dort auch für Gesetzmäßigkeiten, die völlig widersprüchlich sind mit unseren Alltagserfahrungen. Ja. Aber dann gibt es auch eine klare technische Anwendung. Genau, das ist eben dieses Entschlüsseln. Das heißt, man kann diese Besonderheiten verwenden, um ganz bestimmte Verschlüsselungs- und Entschlüsselungstechniken zu entwickeln. Dafür ist es das. Also auf der einen Seite fundamentale Grundlagenforschung, auf der anderen Seite unmittelbar anwendbar, scheint, also ich denke, die haben es verdient. Alle drei ist großartig. Hast du Anton Zeilinger mal kennengelernt? Wir haben uns mal getroffen, ja. Also auf diesem Wege, Herr Zeilinger, herzliche Glückwünsche von uns beiden. Es ist einfach großartig und Sie haben ihn längst verdient. Toll. Wir hatten uns doch ohnehin schon überlegt, mal was zu Quantenkryptographie und Quantencomputer zu machen. Ich würde sagen, das ist ein guter Anlass, da machen wir ein Video. Genau. Also das ist nichts Mystisches, es ist zwar nicht einfach, aber es ist nichts Mystisches, diese Quantenwelt da unten.